Hey Leute, herzlich willkommen zu Moonlighter. Manchmal dauert es etwas länger mit Ankündigungen, aber gut, jetzt sind wir hier und mal gucken. Ich weiß nicht allzu viel vom Spiel. Ich habe nur mal irgendwie was gehört von wegen, ja, man geht in Dungeons und dann kann man irgendwie Sachen looten und die dann verkaufen. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen an Racketeer erinnert, was ich super fand, aber wird wahrscheinlich noch eine ganze Ecke anders funktionieren. Meine Frage an euch wäre direkt hier am Anfang, wenn ihr es selbst gespielt habt. Habt ihr das mit Gamepad gespielt oder mit Tastatur? Ich muss mal gucken, weil mein Gamepad liegt so langsam in den letzten Zügen. Und ja, ansonsten, so was die Einstellung angeht, Vibration braucht keiner, Textgeschwindigkeit schnell und Schwierigkeitsgrad. Wo war der denn? Spieloptionen. Habe ich halt hier schwer genommen, weil da steht empfohlen. Mal gucken, wie empfohlen das dann wirklich ist. Und starten wir ein neues Spiel. Und vor allen Dingen bin ich gespannt. Und ja, also im Prinzip jetzt generell, was Projekte angeht, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, wo ich Angespielt-Videos machen möchte. Und das ist ja bei mir generell dann auch so, vor allen Dingen, ich habe jetzt schon eine ganze Zeit weniger Videos gemacht. Also kann sein, dass hier und da mal ein, zwei Tage keine neue Folge zu einem Let's Play kommt, sondern einfach ein Angespielt-Video, weil das halt zeitlich sonst nicht passt. Aber ansonsten laufen die dann erstmal alle so weiter. Generell sowieso Slay the Spire, Moonlighter und auf Platz 3 steht momentan bei mir, weil ich das halt als letztes bekommen habe, Brutal Orchestra. Da will ich auf jeden Fall auch ein Let's Play zu machen. Und ich will das jetzt auch nicht überstürzen, so dass ich irgendwie nur eine Handvoll Videos mache. Ich würde halt schon gern machen. Schon gerne mehr Videos machen, weil es ist manchmal echt ein bisschen blöd. Hat man eigentlich Bock drauf zu dem Spiel, aber dann kommt hier wieder was, worauf man auch Bock hat. Und dann denke ich mir, ja, okay, dazu hast du schon ein paar Videos gemacht. Nimmst du jetzt mal das andere, auch wenn du das andere eigentlich erst wieder noch ein bisschen spielen willst. Ist alles nicht so einfach manchmal. So, ein normaler Spielslot. Neues Spiel Plus gibt's auch. Aha, gut. Schwer, was haben wir denn hier? Normal. Für Spieler, die sich auf die Story konzentrieren möchten. Ja, ist ein bisschen... Ja, ist okay. Finde ich super, dass es sowas gibt. Aber ich weiß ich nicht. So für ein Let's Play würde ich das nicht unbedingt nehmen. Weil, ja, okay, es ist halt so ein Roguelite. Ich weiß nicht, wie viel Story da ist. So, schwer empfohlen. Der ursprünglich von den Entwicklern vorgesehene Schwierigkeitsgrad empfohlen für die meisten Spieler. Und sehr schwer für Spieler, die eine kämpferische Herausforderung suchen. Würde ich halt auch gerne nehmen, aber nicht als Let's Play. Deswegen nehmen wir das einfach so. Ich mache es ja meist auch so, wenn ich ein neues Spiel spiele, so für mich, dass ich eigentlich immer den ersten Schwierigkeitsgrad nehme. Unter den Sternen der Nacht gibt es ein Land, das so alt ist wie die Vorstellungskraft. Okay. In einer Nacht tauchten in diesem Land Labyrinthe voller außergewöhnlicher Schätze und tödlicher Kreaturen auf. Mein Gott, ist das schnell. Sie nannten sich die Dungeons, seltsame, sich ständig verändernde Ruinen unbekannter Länder. Bald wurde in der Nähe der Dungeons ein Dorf, ein wenig Neugierigen gegründet. Dieses nannten sie, ich weiß nicht wie, Rinoka. Unter den Siedlern strahlten zwei Gruppen am hellsten, Helden und Kaufleute. Ruhm und Reichtum. Aber die Dungeons erwiesen sich als zu gefährlich. Das Leben wurde hart für die Stadt, vor allem für den jungen Besitzer des ältesten Ladens, der lange davon träumte, die geheimnisvolle fünfte Tür des Dungeons zu öffnen. Alles klar, fahren wir mal fort. Das gab es ja vor einer Zeit auch mal kostenlos, glaube ich, im Epic Games Store. Ich habe jetzt irgendwie letzte Woche oder so einen Key vom Entwickler noch bekommen. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber was soll's. Alles klar. Gut, das ist so ein bisschen Zelda. Wir können jetzt noch nichts machen. Wir haben auf jeden Fall einen Rucksack. Also, Helden und Kaufleute. Das ist ja generell schon ein sehr, sehr cooles Konzept so. Was ist das? Ist das ein Besen? Ich glaube, ja. Können wir jetzt hier eigentlich noch nichts machen. Haben wir denn hier... Das ist das. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr hübsch aus. Mit Select können wir uns hier 100% ausgebeutet. Ja, das Gefühl kenne ich. Ja, er bewegt sich halt auch so ein bisschen...
schwierig, also gewöhnungsbedürftig. Gut, da können wir uns mit LT drüber rollen. Alles klar, werde ich wahrscheinlich viel zu selten benutzen, aber hey! Ach, das können wir auch bei Gegnern machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Information. Und auch da so durch. Nun gut. Da, okay, mit RB kann ich durchschalten. Bei mehreren Waffen. Ich habe mich schon gewundert, weil ich konnte eben den Besen noch nicht benutzen. Also vom Bewegen her ist das schon so ein bisschen kantig. So, dann machen wir direkt hier auch alles kaputt. Die Frage ist halt, können wir mehrere Tränke mitnehmen? Ja, können wir, da steht eine 5. Ist halt schon so ein bisschen träge. Also wenn ich so zuhaue, kann ich in dem Moment erstmal gar nichts mehr machen, bis er die Animation ausgeführt hat. Ist jetzt nicht prinzipiell schlecht, aber ist halt auch schon gewöhnungsbedürftig. Gut, was haben wir denn hier? Ein uraltes Gefäß. Kann ich die nicht irgendwie schneller rüber bewegen? Schnell bewegen mit RB. Ah, okay. Ja, okay. Gut. Was haben wir hier? Gießereireste. Nehmen wir alles mit. Ein kaputtes Schwert auch. Hier wird nichts verschwendet. Au. Wow. Sind das nicht ein bisschen viele auf einmal? Ich hab hier... Gott. Ich soll ich sterben? Ich soll wahrscheinlich sterben. Wäre ein bisschen viel. So direkt am Anfang. Da wird man einfach rausgeworfen. Unglaublich. Senon, Sinon, wie du aussiehst. Und ganz alleine. Ruhe dich ein Weilchen aus, Will. Bei mir bist du sicher. Das sieht ja auch schon sehr, sehr, sehr hübsch aus. Und die Charaktere sehen auch ein bisschen anders aus. Die sehen alle so ein bisschen gequetschter aus. Selbst als Kind hast du dich bereits für Dungeons interessiert. Kein Zweifel, du bist genauso davon besessen wie der alte Pete. Morgen, Jungchen. Hat sich unser kleiner Händler etwas übernommen? Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Will, hör mir zu. Ich will ehrlich mit dir sein. Du bist der Letzte deiner Familie. Niemand außer dir kann sich um den Moonlighter kümmern. Du kannst nicht so weitermachen und alles aufs Spiel setzen. Dein Leben für diesen Unsinn vom fünften Tor zu riskieren, ist dumm. Lass es einfach auf sich beruhen. Das werden wir bestimmt machen. Game over. Sammle einfach ein paar Artefakte und verschwinde dann mit deinem Anhänger aus dem Dungeon. Verflixt doch mal. Hör auf, deinen Besen als Waffe zu benutzen. Aber echt mal. Da draußen ist es gefährlich. So ganz alleine. Nimm das hier. Ich weiß, mich gegen Staub zu verteidigen. Das habe ich damals benutzt. Jetzt brauchst du es mehr als ich. Oha. Ist ja voll das Upgrade.
Na gut, dann hoch mit dir. Du lässt den Tag verstreichen. Kümmer dich um deinen Laden. Sehen wir doch mal, ob wir dir ein paar meiner Tricks in den Schädel hämmern können. Das ist manchmal ein bisschen unterteilt. Ein bisschen blöd unterteilt von den Texten. Also aufgeteilt. Die habe ich von deinem Großvater. Alles klar. Das ist schon viele Jahre her. So, kann ich hier mit irgendwas noch so interagieren? Sieht jetzt nicht danach aus. Um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Kenne den Wert und die Nachfrage eines Gegenstands. Komm schon, öffne den Laden und lass die Kunden herein. Gut, kann ich mit dir jetzt auch noch mal quatschen? Nein, erstmal nicht so. Ich mag ja sowas. So Sachen sammeln und dann im eigenen Laden verkaufen. Das finde ich halt so cool. So. Verkaufen. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck. Der optimale Gesichtsausdruck. Ja, den übe ich auch immer. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Achte auf die Gesichter deiner Kunden. So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmten. Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Denk daran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, dann sinken die Preise. Was für eine Überraschung. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in Maßen. Sieh in dein Händlernotizbuch. Es enthält alle Informationen über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. So, dann haben wir hier Inventar. Das Inventar und Notizbuch. Verkäufe und Reaktion. Die durch einen Golem fließende Energie scheint bei dessen Zerstörung zu kristallisieren. Ob wir sie nutzen können? Aha, so. Die Sonne geht unter, es wird Zeit. Ich gehe besser, den Rest schaffst du sicher alleine. Es liegt an dir, diesen Laden zur alten Größe zurückzuführen. Glaub mir, du hast das im Blut, Will. Mach deinen Großvater stolz. Probier doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Ja, dann komm mal her. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger. Geh jetzt, meine alten Knochen müssen ruhen. So, sonst noch was zu erzählen? Du hast doch jetzt ein Schwert. Also auf in den Dungeon, Jungchen. Ja, was macht der da? Ist wahrscheinlich... Ach, er rennt. Okay. So, was haben wir hier? Dungeons. Ich will mich jetzt hier aber erst noch mal kurz umschauen. Wer bist denn du? Tomo. Will! Ich habe dich vorhin in den Dungeons gesehen, junger Mann. Hast du mir etwas Mysteriöses mitgebracht? Ich gehe dann mal. Masa, wie auch immer. Will, nächstes Mal spielen wir, wenn ich dich besuche. Aber vorher putzt du dir bitte deine Nase. Ich habe kürzlich ein Gerücht gehört, was die Dungeons angeht. Es soll nachts leichter sein, ganz bestimmte Artefakte zu erhalten. Ich bin jetzt... Also generell, was Spiele angeht, mit diesen Tag-Nacht-Sachen, bin ich nicht so der Fan davon. Ich meine, fand das nicht so cool in Xenoblade Chronicles, dass die nachts dann überall woanders waren oder andere dann tagsüber nicht da waren und so weiter und so fort. Mori, hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons gefunden, Will? Faszinierend, dass die Gegenstände aus den Dungeons von vollkommen unterschiedlichen Zivilisationen zu stammen scheinen. Da gibt es bestimmt irgendwie so ein Portal, wo dann irgendwie unterschiedliche Sachen zusammenkommen. Ich sag's mal so. Gut. Kann ich hier... Nee, kann ich nichts mitmachen. Alles klar. Und du bist...
Die Leute von Rinoka hat irgendwie was von Ikea, aber egal. Haben sich sehr an die Kulturartefakte der Dungeons gewöhnt. Sind inzwischen Teil ihres Alltags, ihrer Mahlzeiten. Bitte. Hä? Hier will ich wahrscheinlich noch nicht hin. Moment, aber rechts stand doch zu den Dungeons. Dann geht's hier auch zu den Dungeons. Gut, das lassen wir erstmal. Hä? Das ist genau dasselbe. Moment. Ach ja, genau, mit LB kann ich durchschalten. Ah, mit X kann ich dann blocken. So, was haben wir hier? Golem-Dungeon. Für Helden und Händler erlaubter Dungeon. Gut, dass da ein Schild vorsteht. Wald-Dungeon. Für Helden erlaubter Dungeon, nicht für Händler empfohlen. Interessant, was haben wir hier? Tech-Dungeon. Kein Zugang. Wüsten-Dungeon. Nur für Helden. Ja, dann würde ich fast sagen, gehen wir doch hier rein. Es wird wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen dauern, bis ich hier mit der Steuerung klarkomme. LB war halt durchschalten. Okay, was ist... Genau, X war dann irgendwas benutzen, in dem Fall halt das Schild. LT... war das Rollen, RT war die Heilung. Y macht auch irgendwas. So. Er läuft halt echt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das doch mal mit nächstes Mal dann mit Tastatur ausprobieren. Weil ich das halt hier mit dem Stick spiele und nicht mit dem anderen Steuerkreuz, weil das nicht mehr so viel hergibt. Weil ich probiere das jetzt einfach mal. So. Hä? Warum? Ich habe gerade gedrückt. Dann bringen wir mit. Es ist auf jeden Fall nett, dass ich die Heiltränke behalten kann. Müsste ich halt nur noch mal wissen, wie viel die genau heilen. Oh, wow. Okay, ich würde jetzt gerne mal... RT war das. Ich will mich jetzt... Die Reichweite von dem Schwert ist jetzt aber auch nicht so der Bringer. Naja, schießt du mal. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier links. Ja, die sind halt einfach... Was haben wir denn hier? An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hatte als ich. Habe nicht mehr viel Zeit. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat mich erwischt. Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Einer davon eine Karte, ein Diagramm, was auch immer es ist. Ich hatte recht. Sie hielten mich für verrückt. Meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das Gefühl kenne ich. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Das fünfte Tor von Rinoka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Aber das Diagramm muss hier irgendwo sein. Bitte öffne das fünfte Tor von bla bla bla. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ja,
gut, ne? Das war halt irgendwie schon zu erwarten. Boss wird mich tot machen. Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreatur jagen, die mein Zeugsens gemobst hat. Oh, Boss wird richtig böse sein. Gut, kennt man ja aus anderen Spielen. Mir fällt das jetzt nicht ein, wie das hieß. Vor allen Dingen hier mit diesem Ritter. Ein 2D-Ritter, da durch die Gegend hüpfen mit dem Roguelite. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Das ist halt auch schon ein bisschen älter. Da gibt es mittlerweile auch schon einige Zeit einen zweiten Teil von. Gut, wir können eine begrenzte Menge Zeug mitnehmen. Gut, wäre das jetzt denn eine nette Idee, einfach zu sagen, jetzt kann ich, bitte, jetzt kann ich die Karte nicht mehr aufrufen. Aber ich kann auch nicht zurück. Ich wollte eigentlich nochmal zurück, verdammt. Okay. Entkommen, Anhänger. B zur Stadt. Ich wollte einfach nur ausprobieren, was das macht. Das war jetzt eigentlich gar nicht so geplant, aber hey. Ah, der junge Eigentümer des Moonlighter ist zurückgekehrt. Sieht aus, als kämst du in einem Stück zurück. Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Das wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn da? Ist das eine Karte der Dungeons? Wo hast du die her? Du hast den alten Pete gefunden. Tot also. Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet. Wenn du dem nachjagst, was hinter dem Tor liegt, lass einfach die Finger davon, Will. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golden Dungeon. Komisches Wort. Und kümmere dich um den Moonlighter. Anders bla bla. Mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Könnte mich interessieren, einige Händler wollen wohl ihre Läden in Rinoka öffnen. Wieder etwas Leben in die Stadt, also quasi Quests wahrscheinlich, ne? Offenbar brauchen sie aber zunächst etwas Startkapital. Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Das klingt doch schon mal sehr interessant. Das links da ist, glaube ich, das sind 100 Goldmünzen, vermutlich. Was haben wir denn jetzt hier? Stadtshop. Gucken wir mal. Personal. Vulkanschmiede. Kriegst du in den Dungeons immer auf die Mütze? Bröselt der Rost von deinen Waffen? Im Tausch gegen die richtigen Materialien und etwas Kleingeld finden mein Hammer und ich eine Lösung. Garantiert. Handgeschmiedet. So. Wir haben aber noch nicht genug Gold dafür, deswegen ist das erstmal egal. Und ich muss mal kurz husten. Moment. Meine Güte. So, Stadt, was haben wir hier? Kostet halt auch mehr. Bla. Können wir eh noch nichts mit anfangen. Würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder rein. Und ich würde hier halt gerne mal... Wie kann ich denn... Da steht halt nur platzieren. Wie kann ich denn den Preis senken? Ach, hier, auf der Seite. Okay, so. Halten, stapeln. Wie komme ich denn da? Ach, hier. Gesamt. Das war doch 170, ne? Machen wir mal 150 und gucken mal. So. Dann hätten wir das. Ja, durchaus schon ein paar Sachen. So. Verkäufe und Reaktion. Es ist auf jeden Fall gut, eine super Sache, dass man das direkt nachschlagen kann. Aber ich müsste da jetzt sowieso erstmal ein bisschen was platzieren. So, Schleifsteine haben wir. Und was haben wir hier noch? Reichhaltiges Gelee. Ich habe halt keine Ahnung.
Da steht 5. Ist das denn dann 5 wert? Oder ist das dann zu niedrig? Ah, da müsste halt diese kristalline Energie... Da steht halt nichts dran. Obwohl, doch, Moment, da steht 100 wäre super. Ja gut, dann machen wir doch erstmal... Da mache ich jetzt mal 100. Ich will die Sachen halt auch nicht verschenken. So, LP-Trank nehme ich nicht. Und wofür kann ich das denn benutzen? Wasserlampe, uraltes Gefäß oder sollte ich die Sachen nicht verkaufen, die hier oben so drin sind? Gießereireste. Was haben wir hier? Ein Golemkern oder mehrere. Ja, der Kern. Was stand da? Des Herzens, bla bla bla. Ach, okay, hier gibt es immer so eine Grenze. Ah, dann kann man sich daran auch erstmal orientieren. Das wären dann halt auch so, also wenn... Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, dass das so ein bisschen unterteilt ist nach dem Wert. Wenn ich hier oben schon jetzt das hier habe für 100, 100 ist super, dann müsste ich hierfür ein bisschen weniger nehmen. Richtig? Ich habe keine Ahnung. So, dann... Weiß ich nicht, dann würde ich halt... Nein, dann würde ich sagen, wir nehmen hier einfach... Probieren wir es mal mit 80. Was haben wir hier noch so? Eine Wasserfähre. Fähre. Die ist da. Die ist aber auch darunter. Schwierig. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas hier. Dann machen wir 70. Machen wir das ein bisschen billiger, obwohl ich eigentlich sagen würde, obwohl ich kann das halt mit den Sachen nicht einschätzen, was davon mehr Wert hat und was nicht. Das könnte halt sonst wie sein. Und dieses ganze Zeug hier. Eine Wasserlampe, was ich damit mache. Ein uraltes Gefäß, keine Ahnung. Hier diese Gießereirest brauche ich auf jeden Fall auch nicht. Würde ich mal sagen. Dann ordnen wir das Ganze erst nochmal so an. Und... Ah, genau, dafür ist dieser Händleranhänger. Okay. So, dann nochmal kurz gucken. Händler, Golem, Wald, das sind die unterschiedlichen Dungeons dann wahrscheinlich. Okay, gut, aber dann... Es ist ja noch Nacht. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir die Kiste. Gut, dann will ich erstmal vor allem die ganzen Sachen erstmal da reinpacken. Einfach gucken, dass ich ein bisschen da was reinpacke. Oder ich vielleicht dann auch mal, wenn ich hier zum Beispiel von diesen Dingern hier 10 Stück habe, dass ich dann vielleicht mal 5 verkaufe. Gut, aber ich würde sagen, damit machen wir dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis hierhin. Ich auf jeden Fall. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.